Umstellung des Knotens Halle auf elektronische Stellwerkstechnik geht voran. Fahrdienstleiter aus der Betriebszentrale in Leipzig steuern immer mehr Verbindungen im Knoten. Aus ehemals 21 Stellwerken werden 3 elektronische Stellwerke. Ein weiterer wichtiger Schritt, der Abriss des Reiterstellwerks HP5 in der südlichen Ausfahrt des Hauptbahnhofs Halle. Länger als 100 Jahre hat es gestanden. Wenige Tage zuvor noch ist das Reiterstellwerk in Betrieb. Alexander Städte, Teamleiter Ausrüstungstechnik, lässt sich von Fahrdienstleiter Dirkanus noch einmal zeigen, wie das elektromechanische Stellwerk funktioniert. Grün und Rot. Hier vorne haben wir Fahrstraßensignalhebel für die Einfahrten aus Richtung Ammendorf, aus Richtung Kassel, vom Gegengleis. Hier sind die Ausfahrten dann aufs Gegengleis Richtung Kassel-Ammendorf und die normalen Ausfahrten. Durch das Umlegen der Hebel werden die entsprechenden Fahrstraßen freigegeben oder gesperrt. So rollen dann die Züge in den Bahnhof ein. Mit Sichtkontakt. Aussichten, die Dirk Kanus nicht mehr oft haben wird. Naja, das ist schon blöd. Ich meine, ich habe vor 1,5 Jahren habe ich HP3 zugemacht. Die letzte Schicht ist nicht schön. Und ob die neue Technik dann so langlebig ist wie das hier, haben wir jetzt. Ulf, wie viele Jahre hatten wir hier? 80, ja? Jubiläum. Und läuft immer noch einwandfrei. Ist ein bisschen mehr Arbeit als wir mit dem Computer. Der Fahrdienstleiter hofft, dass er bald im elektronischen Stellwerk im ESTW der Zugbildungsanlage arbeiten kann, die nächstes Jahr im Knoten Halle in Betrieb genommen wird. Der Umbau des Knotens Halle im Projekt VDE8 hatte Folgen für das Reiterstellwerk. Das Projekt als solches sieht im Prinzip eine Neutrassierung, einen neuen Spurplan vor, der leider auch in der Flucht, wo das Stellwerk steht, halt eben mit errichtet oder gebaut werden soll. Das heißt, dementsprechend muss das Stellwerk halt leider weichen. Der unvermeidliche Abriss des denkmalgeschützten Gebäudes wird umfangreich dokumentiert durch Zeichnungen, Fotos und Detailaufnahmen. Alles in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde. Teilweise wird die Technik auch weiter genutzt. Es gibt ein Wiederverwertungswerk, wenn man das so nennen darf, in Wuppertal, wo bestimmte Teile dieser Stellwerkstechnik zurückgebaut werden, aufbereitet werden als Ersatzteile für andere Stellwerke, die es in der Bundesrepublik noch gibt von der Bauform. Wo jetzt noch Hebel umgelegt werden, um Fahrstraßen zu legen, reicht zukünftig ein Mausklick aus der Betriebszentrale in Leipzig. Das HP5 ist eines der letzten ursprünglichen Stellwerke in Halle. Im Jahr 2013 waren es noch 21. Ab Ende 2017 bleiben im gesamten Knoten ein elektronisches Stellwerk für die Zugbildungsanlage, das von Halle aus gesteuert wird, und 2 ESTW-Unterzentralen, die UZ Halle Ost und UZ Halle West. Sie sind an die Betriebszentrale in Leipzig angeschlossen. So sieht die Unterzentrale Ost von außen aus. Ein unscheinbarer Betonbau. Innen drin ist die Technik, die die Steuerbefehle an Signale und Weichen weitergibt. Mit jeder Inbetriebnahmestufe und jedem Bauzustand, den wir, wo wir Altstellwerke zurückbauen, bringen wir natürlich diese Infrastrukturanlage dann in das elektronische Stellwerk rein, bis zum Endzustand. So, und das heißt, das Gleiche wird dann auch im November für HP5 passieren. Dann ist fast der komplette Zugverkehr im Knoten auf elektronische Stellwerkstechnik umgestellt. Die Schnellbahntrasse VDE8 Berlin-München über Halle kann damit in Betrieb gehen. Die Reste des Reiterstellwerks sind bis dahin längst verschwunden und die Bauarbeiten rund um den Bahnhof Halle in einer neuen Phase.